Hier ich hätte jetzt echt noch gewartet, dass hier irgendwie ein Alien Creeper kommt. Ich boxe ihn zu dir runter und du explodierst mit dem Teil. Oh. Hey meine Freunde und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Mindfaction. Und ich connecte mal auf den Server, da dürfte jetzt Atlas LP schon drauf sein. Schauen wir mal. Ich habe übrigens mehr RAM, deswegen geht das alles ein bisschen fixer. So, kommst du TS? So, und heute will ich jetzt mal das ganze Glas hier verwurschteln, was ich im Livestream gemacht habe. Nehmen wir einfach mal hier mit so. Ach, 64er reicht doch, glaube ich, oder? Wobei, ich futter mal ganz kurz hier ein paar Malo-Berries. So, habe ich denn. Ich habe ein bisschen Glas gefarmt. Also Sand gefarmt, Glas draus gemacht und. Das war es auch schon fast eigentlich irgendwie. Ich komme mir so unproduktiv gerade vor, was ich da im Dings geschafft habe. Kommt da jetzt TS? Schauen wir mal, wir lassen uns überraschen. Ich werde mal hier sehen, dass ich diese Glaskuppel hinkriege. Die hat jetzt irgendwie einen weißen Rand, denn das Clearglas, was man aus der Smeltery kriegt, ist ein bisschen anders als das andere Glas, denn man kann hier einfach. Und dann droppt da nämlich das Ding. Was ist das? Ich dachte gerade, hier wäre ein Meteor abgestürzt, aber da geht mein Drucker gerade an. Na Mensch. So. Hopp. So, hier ist auch noch drin. So, kommt Atlas jetzt nicht? So, da muss ich jetzt irgendwie hoch. Okay. So, dann mache ich das nämlich hier so rauf. So, und das wird dann, glaube ich, eine relativ coole Kuppel. Ich hoffe, das Clearglas reicht. Nein, das reicht natürlich nicht. Wahnsinn. Aber ich habe definitiv noch genug Glas am Start. Ich will jetzt auch nicht das andere Glas dafür nehmen, sondern ich habe genug Glas gemacht, beziehungsweise nicht Glas gemacht, aber ich habe genug Sand gefarmt. Das heißt, ich werde nochmal eben ganz schnell ein wenig Glas schmelzen. Glas war, glaube ich, nee, da nicht. Da nehmen wir nochmal ein 64er Stack. So. Und hauen das nochmal. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie viel ich da rauskriege. Also, ich haue jetzt mal. Oh, da habe ich noch 36. Komplett 36 Sand rein, ja? Okay. Plus. 36 plus 9. 37. Nee, Quatsch. 47. 47 Sand habe ich da jetzt reingehauen. Ich bin mal gespannt, was dabei dann rauskommt. Sollen wir ein bisschen die Netherwarzen vermehren. So, da. Atlas. TS. So, oh, hallo. Hallo, na? Na, jetzt bin ich wieder voll. Oh, du leckst aber ein bisschen. Was ist denn da los? Echt? Ja. Oh. Also, interessant. Eben bei mir so ein kleines bisschen, aber jetzt scheint es wieder zu gehen. Oh, das ist aber nicht. Es ist noch so früh, das hätte ich jetzt nicht. Nee. Ah, doch, tatsächlich. Du leckst wirklich ein bisschen. Was ist denn bei dir los, da, Mensch? Da ja, dachte ich mir, ach Mensch, yay, kann ich mal mit Atlas aufnehmen? Kommst du hier rein und fängst an zu lecken? Machst nur Stuss. So, jetzt dürfte ich belecken. Aber es ist besser geworden, aber ein bisschen hört man dich immer noch. So ein bisschen. Ah, hier. Verdammt. Ah, warte, das war jetzt gar nicht schlecht. Ich habe mein Upload abgebrochen, deshalb extra für dich. Oh ja, das ist super. Nimmst du nicht. Du nimmst auch gerade auf, oder nicht? Natürlich. Okay, dann lädst du nebenbei hoch. Oh, Wahnsinn. Mutig, mutig. Bei mir geht dann gar nichts. Also bei mir blockiert dann alles, die Leitung komplett.
Okay, bei mir ist es leider nicht so. Dann wäre wahrscheinlich mein Upload um einiges schneller. Egal, im Zweifelsfall kommt dann heute einfach gar keine Mindfaction-Folge. Nur damit man hier mit dir aufnehmen kann. Oh, okay. Ah, das kriegst du schon hin. Glaube ich auch. Das wird schon. Und wenn es um 0 Uhr kommt. Ah, du hast da nicht so. Ah ja, du warst ja der Dia-Show-Streamer. Stimmt. Genau. Das war cool. Na gut, was machst du denn gerade so? Erklär mal. Was machst du denn? Ich hol gerade die Äpfel von den Bäumen. Bevor du hier Industriespionage betreibst. Ich hole nur die Äpfel von den Bäumen gerade und schmelze etwas Glas, damit ich dann gleich meine Kuppel im Haus weitermachen kann. Kuppel im Haus? Ich will so eine Glaskuppel machen, wo dann der Gonre sein ganzes komisches, wie heißt das Zeug? Sein Thaumcraft-Zeug. Ja, genau, drin. Ja, damit bin ich gerade mit beschäftigt, mit Thaumcrafts. Okay. Direkt. Gestern Abend hatte ich einen Livestream und Gondor hat auch gelivestreamt und der ist dann ewig auf seinem Drachen durch die Gegend geflogen, hat irgendwie diese Notes gesucht. Ah, okay. Hat er irgendwo welche gefunden? Ja, doch, relativ krasse, glaube ich auch. Okay, cool. Ja gut, kann ich ihn mal vielleicht irgendwann mal fragen. Bei diesen Obsidian-Kreisen, die immer mal auf der Welt sind. Okay, was habe ich gerade gesagt? Wie viel Glas habe ich reingeschmissen? Da muss ich kurz überlegen. Ich habe gar nichts gesagt. Ja, warte. Was habe ich reingeschmissen? 39 plus 9 sind 48, oder? Schade, das sind auch nur 45 drin? Vielleicht habe ich mich auch verrechnet, egal. So, passt schon. Ja, das ist cool. Ich habe gerade was Cooles hingekriegt. Man kann sein Thaumometer in diese... Du kennst doch diese Wandhalterung, die mit der Zeit Zombiefleisch in gutes Fleisch verwandelt. Ja. Und das ist so ein bisschen buggy, wenn ich mit dem Thaumometer rechtsklick auf diese Dinger mache, aber es funktioniert und dann habe ich jetzt so eine halbe Linse in der Wand. Okay. Sieht enorm komisch aus. Geil. Ist aber cool. Naja, ich untersuche gerade alles. Wäre cool, wenn du noch irgendwie innerhalb der nächsten 15 Minuten, innerhalb der nächsten 5 Minuten irgendwann mal hier in meine Stadt kommen könntest, dann könnte ich dich mal untersuchen hier. Ja, ich bin anscheinend relativ ergiebig. Das hat Gondrill auch schon gemacht. Gut, ich weiß halt nicht, was er schon alles untersucht hatte, weil ich habe das schon mal beim Erik versucht, aber da hat es nicht so funktioniert, leider. Bei mir stand, als ich Gondrill scannen wollte, bei mir stand, du musst Mind erforschen. Ja gut, bei mir steht das halt auf Deutsch, deshalb weiß ich jetzt nicht, was bei dir gemeint war. Was mit Mind gemeint war, weißt du? Wortspiel und ja, so? Ja, genau. Nee, weil Hirn kann ja nicht gemeint sein, weil bei mir sagt er irgendwie, da die Menschen muss ich erforschen. Aber wenn ich einen Menschen erforsche, dann erforsche ich den Menschen. Oder? Okay. Oh, das macht keinen Sinn. Scheiße, jetzt hol ich hier aus Versehen das Gold raus. Das will ich ja nicht. Ich wäre natürlich hier. Oh, interessant. Die Spinnewebe kann ich auch nicht erforschen. Ich will Glas herausholen. So. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen am Humrödeln hier. So, und ich kann auch gleich meinen Allomite-Bogen eigentlich mal wieder in die scheiß Smeltery stecken. Der lohnt sich irgendwie nicht. Ja, kannst du das überhaupt schmelzen? Also ich habe mal probiert, meine unnötig gemachten Steinwerkzeugköpfe zu schmelzen und die sind einfach immer vollgegangen, also bei dieser Schmelzanzeige, bis sie ganz voll waren und dann ist einfach nichts mehr passiert. Oh, den Bogen kann ich leider nicht schmelzen. Den Allomite-Bogen. Aber ich konnte die, also ich habe gestern Sticks gemacht, die falschen Allomite-Sticks, die konnte ich einwandfrei schmelzen. Da war okay, komisch. Mit Stein geht das irgendwie nicht. Okay, komisch. Ich höre mich so ganz leicht von dir immer wieder heilen. Bist du irgendwie... Warte. Ja, ich habe ein bisschen Boxen an. So, ist besser jetzt? Hallo? Ja, perfekt jetzt. Super. Okay. Übrigens, falls ihr mal in den Genuss kommen solltet, ja, einen Drachen zu besitzen, ja? Wir haben ein Drachenei. Okay, haltet ihn auf jeden Fall fern von Tieren. Dubis Drache war ein bisschen ungünstig geparkt. Okay. Stand neben dem Schweine- und Schafgehege und hat sie alle aufgegessen. Lol. Wir haben keine Schafe und keine Schweine mehr. Sie wurden alle weggefuttert. Ja gut, Schafe sind ja sowieso halbwegs unnötig. Man kann ja Baumwolle. Ja gut, aber Schafe sind halt schon deutlich effektiver, ne? Na gut, ich habe gerade japanisches Blütenkirschholz gefunden. Oha. So, hier sieht man jetzt übrigens für meine Leute meine Glock, die ich gebaut habe, damit jetzt hier die Schmiede oder die Schmelze automatisch immer nachgießt. Was? Wie geht denn das? Soweit auch mal machen. Du musst einfach eine Redstone-Schaltung an den Block legen, wo dieser Abfluss dran ist. Dann musst du es halt immer anmachen, sodass es die ganze Zeit immer an, aus geht. Dann gießt der immer wieder nach. Macht einen Block automatisch, also gießt einen Block fertig und dann haust du einen Trichter drunter und dann wird das automatisch rausgesogen. Das ist ja cool. Boah, das werde ich machen. In den nächsten paar Folgen.
Am besten morgen. Okay, so, ich muss jetzt gucken. Oder nee, das mache ich wahrscheinlich am Stream, weil das braucht ja echt eine Weile. So eine Redstone-Schaltung braucht immer. Nö, das sind... Warte, Redstone du brauchst funktioniert dafür, irgendwie nie direkt, deshalb du, muss du man brauchst ewig dafür einfach nur 1, 2, 3, 4 Redstone und 4 Redstone-Repeater. Ist das Repeater? Ja, Repeater. So. Mehr brauchst du nicht. Ja, jetzt gut, aber das muss ich halt auch irgendwie hinkriegen. Ich glaube, da brauche ich lieber eine ganz neue Schmiede hin erstmal. Okay. Weil sobald man eine Schmiede hat, kann man ja ohne Probleme... Eine neue immer... gießen, ja, stimmt. Genau, das ist ja... So, ich muss jetzt nur erstmal hier mein ganzes Zeug wieder aus dem Inventar und ich habe Quicksand dabei. Sogar zwei verschiedenes irgendwie. Ja, das ist cool. Quicksand ist... Oh! Ich bin in Lava gehüpft. Ich Idiot. Lebst du? Überlebst du? Ich sterbe. Nein, Spaß. Ich brenne nur. Alter! Mach doch, wenn mir jetzt ein Mob begegnet, sterbe ich tatsächlich. Könnte oh, tatsächlich sterben. Ich hab doch noch Kohle. Das wäre auch ärgerlich gewesen, weil ich die ganze Zeit nicht gecheckt habe, dass ich neben einem See stehe. Ah, ja. Geht mir ähnlich. Wo ich da in der Höhle stand. Und dann so. Ja, ja, stimmt. Da war einfach dieser Wasserblock und du stirbst so einen Block davor. Schade, es geht nicht wieder aus. Tot. Das ist immer cool. Die ja, nicht so sehr für mich, muss ich sagen. Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Aber immerhin, dein wichtigstes Zeug war ja noch da. Ja, stimmt, aber das liegt auch daran, dass die Tinkers Construct-Teile nicht despawnen können. Das ist mir auch aufgefallen. Aber irgendwie, schon mal ist scheinbar was von mir despawnen, weil ich bin mitten in unserer Bude gestorben und das Zeug war nicht mehr da. Okay. Vielleicht hat er auch ein Zombie aufgesammelt und ist dann despawned. Das ja, könnte sein. Oder irgendeiner von den anderen hat es aufgesammelt. Geh mal schlafen, bitte. Schlafen, bitte? Okay, warte. Ja. Ich hau nochmal kurz hier einmal Dings an. Oh Gott, was sind die Betten? Achso, die Betten stehen jetzt oben. Genau, und wir haben hier zwei Betten. Zack, na komm. Oh. Oh, so langsam sieht das Häuschen ganz cool aus eigentlich, finde ich. Ja, bei uns haben sie, ich habe jetzt schon wieder eine Weile nicht aufgenommen, da haben sie auf jeden Fall ordentlich was draußen gemacht. Da bin ich auch sehr gespannt, was sie damit vorhaben. Einen Berg haben sie irgendwie so eingehauen und den Boden mit Holz replaced. Sieht ganz interessant aus, auf jeden Fall. So, 24 nochmal aufgenommen, das müsste doch jetzt passen, um da oben das Dach fertig zu kriegen. Ich glaube, ich werde hier ein paar japanische Blütenkirschen Setzlinge ansetzen. Setzlinge ansetzen, das ist cool. Genau. Schade, kann man nicht aus Skelettschädeln Bone Meal machen? Das würde Sinn machen. Es würde Sinn machen, aber ich bezweifle, dass es funktioniert. Also ich habe davon zumindest noch nicht gehört. Schade, funktioniert auch nicht. Habe ich gerade nachgeschaut. Brauchst du Bone Meal? Wozu brauchst du Bone Meal jetzt? Ist das wichtig? Ich will den japanischen Blütensetzling, muss man natürlich immer komplett aussprechen, den würde ich gerne hochziehen direkt. Okay. Ich habe nämlich nur einen. So, warte, ich muss jetzt mal ganz kurz schauen hier. Hä, warum ist denn... Oh Gott, meine Folge neigt sich ja schon dem Ende zu. Kannst du ganz schnell vorbeikommen? Ja, ich bin auf dem Weg, warte. So. Super. Schwert in Anschlag und laufen. Ach nee, Moment mal, ich bin gar nicht bei 20 Minuten, fällt mir gerade auf. Ich kann doch noch so 3-4 Minuten machen. Okay, ich habe ja was mitten. Nein, ich komme jetzt rüber. Hopp. Oh, hä, was ist denn das? Was? Hä? Das müsstest du sehen, wie der Zombie angezogen ist. Okay, bin gleich da. Der hat eine pinke Weste an. Cool. Okay, und eine Lederhose. Du bist grün, ne? Du bist grün. Eine Lederhose? Genau. Ja, passt ja. Bei uns in der Mensa ist gerade bayerische Wochen. Ja, da kommt er dann wahrscheinlich Knopf. Okay. Preislich gut weg. So, ich bin drauf. Ich habe direkt ein Ei geklaut von euch. So, wo bist du? Wie kannst du es wagen? Leg das wieder raus. Komm, leg das wieder raus. Hier, fang. Ey. Oh nein, geh weg. Du brennst direkt, wenn ich dich haue, ne? Das ist dir bewusst, oder? Und vor allem, ich hunger gerade. Warte, mal schauen, ob du... Ich hab nämlich Fire Aspect 2 drauf. Oh, ich hab auch nichts zu essen mitgenommen. Researchen, dann muss ich erstmal das Tierische studieren. Okay. Gibt's ja schick hier. Ja, ist ganz okay. Sakura Sapling, ist das der hier? Genau, der japanische Blütenjet. Wow, ist denn hier? Das habe ich auch gewundert. Krass, hat sich bei euch verändert, ey. Vor allem, ich hab's ja noch nie in meinem Texture Pack gesehen. Das sieht ja auch geil aus. Oh. Den Baum haben wir einfach gelassen. Ja, das mit dem Dirt hier ist ein bisschen suboptimal, das wollte ich nicht. Das habe ich gesehen, da bist du von da oben runter geleckt. Genau. Ja, da warst du ja live dabei. Oder? Nee, ich habe die Folge. Ja, nein. In der Folge nicht, aber ich glaube, währenddessen war ich im Teamspeak oder sowas. Also ich habe das irgendwie so halb random gekriegt, oh, da ist schon wieder gestorben. Und dann hast du es ja gepostet. Hier ist ja, was passiert und so weiter. Hast du einen Diamanthelm? Ja. Dekadent, junger Freund, ne?
Ich weiß nicht, der war einfach in der Chest, dann habe ich ihn mitgenommen. Dafür trage ich eine Lederhose hier. Cool ist. Warte, ich mopse mir mal kurz ein paar Äpfel, ich habe Hunger. Nein, lass die. Unsere Äpfel. Oh, ich habe gar keinen Hunger. Egal, ich bin nur Äpfel. Das meinte ich. Ah, die sind doch, die spawnen doch so schnell wieder, Alter. Nein, wir müssen Apfelwein machen. Ach so, hier. Nee, keine Ahnung, ich wollte nur einen Vorwand haben, mich zu schlagen. Okay. Um ganz ehrlich zu sein. Was habt ihr hier denn? Apple Cider. Lustig drauf. Genau. Apfelwein, das meinte ich eben. Oh, lustig, echt. Ich habe gerade mir irgendeinen Scheiß ausgedacht, von wegen, wir müssen Apfelwein machen. Wir haben ja echt Apfelwein. Geil. Und oben ist Ale. Oh, oben ist Bier. Bier. Cool. Ungehoppt, jung. Das ist ja echt cool. Ich weiß nicht, wie der Craft Gunner das macht. Der heißt ja jetzt wieder Craft Gunner. Ständig diese Namensänderung. War das nicht vorher der Karaft Gunner? Der Karaft GM? Ja, genau. Aber das GM steht, glaube ich, für Gaming. Okay. Irgend sowas. Ja, der hat sich auch wieder zu seinem alten Kanal umbenannt. Ich habe nur so ein Holzstück weggemacht. Wusstest du eigentlich, dass du Blöcke platzieren kannst mit deinem Hammer? Ja, Rechtsklick, Steine. Hier. Zack. Na, zack. Hä, aber wie wählst aus, was du platzierst? Immer das rechts, neben der Block rechts neben dem Hammer an der Leiste. Ah, deshalb kommt bei mir auch nichts, weil es ein Apfel ist. Ja. Okay. Oh, was habt ihr hier schönes? Skeletons. Hopfen. Ja, das ist eben Hopfen für... Oh, was habt ihr hier? Oh, man kann es mal ernten. Ah, cool. Die hatten wir auch. Die hatten wir mal. Wo sind die Blackberries hin bei mir? Ha. Huh. Frage. Gute Frage. Nee, Blackberries hatten wir nicht. Wir hatten Blueberries. Ja gut, nee, Blueberries haben wir... Die vermehren sich ja ziemlich schnell. Also kannst du auch gerne hier ein paar mitnehmen. Die da, alle, ja, passt schon, ich mach die Büsche eh nicht. Die wuchern alles voll, die scheiß Drecksdinger. Ja, das ist echt ein bisschen problematisch. Und ja, zu essen ist eigentlich echt kein Mangel mehr da. Nee, das stimmt. Ah, ihr habt es richtig schön gemacht hier mit den Straßen und so weiter. Mit den Straßen und so weiter. Das hat einmal der Craftgunner gemacht in irgendeiner Folge. Und das war so richtig nebensächlich. Der hat es einfach in den letzten 2 Minuten so hingeklatscht und es ist einfach so geblieben. Krass, sieht voll gut aus. Oh, guck mal, Zombie-Kopf. Hier, willst du ihn wieder haben? Da. Wieso habe ich denn Hopfen? Gerne. Ich habe irgendwie Hopfen eingesammelt. Ja, ich habe Rechtsklick drauf gemacht. Du hast es bekommen, weil ich voll bin. Ach so. So, was habt ihr denn hier für eine Mauer hochgezogen? Warte. Ja, das schützt uns vor Zombies. Hey. Warte, ich schreibe hier gerade einen Grabstein. Ja, hier in eure Grabsteine. Eine Blue Orchidee. Ein Birkenholz. Was habt ihr hier noch? Jungle Wood, Palmwood, Oakwood. Oh, ihr habt einen Ocelot. Ja, wir haben etliche Ocelots, die laufen überall rum. Und krass, die laufen ja vor einem weg. Willst, ja, natürlich. Das haben Ocelots so an sich. Hast du noch nie einen Ocelot getroffen? Nee. Die rennen immer weg. Das ist sowas zum Kotzen. Wenn du die tamen willst, dann brauchst du erstmal etlich viele Fische. Kann man sich an die Rand sneaken? Genau, du musst dich ganz, ganz langsam bewegen und du darfst nicht mal deine Kamera hektisch bewegen. Dann rennen die schon weg. Okay. Richtig nervig. Oh, die Mauer ist echt hoch. Oh, hier ist ein Meteor eingeschlagen bei euch. Bei uns? Wo? Ja, hier, wo ich stehe. Wo stehst du? Fallen Meteor. Komm mal raus und dann geh rechts. Ach so. Aha, okay, rechts. Ach, da gibt's ja auch noch einen Weg. Hallo, hier. Hier ist ein Meteor eingeschlagen. Hä? Wie kann denn das sein? Ich konnte hier nie Meteoriten beschwören, aber hier von selbst kann ja einer einschlagen, oder was? Wie ist denn das möglich? Komm, wir suchen jetzt... Finde den Alien Creeper! Ja... Wir provozieren aber auch wirklich, dass einer diese Folge jetzt stirbt und dann... Oder? Ja gut, ja, das schon. Zeug ist ja in sich sowieso ziemlich irrelevant, muss man ja sagen. Meteorit haben wir, glaube ich, schon irgendwie 50 Stacks. Huch, sorry. Oh! Aber es ist viel witziger, wenn jetzt tatsächlich einer den Alien Creeper findet. Oh ne, ich will aber nicht hier drauf sein. Ich habe ja schon eine Begegnung mit ihm gehabt. Naja, ich habe deine Folge gesehen. Da warst du irgendwie in so einem Schiff oder so, hast ein bisschen was am Rand abgebaut und davor hatte ich... Wie im Schiff war das? Achso, das war der, genau, das war der eine. Naja. Ich hatte ja noch einen zweiten. Okay. Bist du irgendwann wenigstens davon gestorben? Einmal bin ich davon gestorben, ja. Okay. Dann war es wenigstens spannend. Das kann man dann immer gut fürs Intro schneiden, natürlich. Das, Genau, richtig. Sieht natürlich gut aus. Das ist immer sehr praktisch. So, okay, jetzt hier. Immer sehr praktisch zu sterben einfach. So ein Mittel zum Zweck, damit man was hat. So ein Pre-Intro. So. Du weißt, dass wenn jetzt hier irgendwo ein Creeper rauskommt, du kommst nicht so schnell weg von dem, ne? Ich weiß. Okay. Kill den einfach mit einem Hit. Bam. Nee, keine Ahnung.
Ich hatte noch nie so ein Ding. Es ist immer irgendwo einer. Komm, wir suchen ihn jetzt. Nein, ich habe schon mal einen ganzen Meteorit abgebaut, aber auch nichts. Okay. Ich habe nur bei den anderen immer die Folgen gesehen und dann, oh, Alien, Creeper. Oh mein Gott, so gefährlich. Und ich meine, ja, okay, noch nie einer explodiert, aber... Ja gut, bei dir ja offensichtlich schon. Ja, zweimal. Der eine Mal ist zum Glück im Wasser gefallen. Hat Luck eigentlich was damit zu tun? Oh ja, das war natürlich sehr gut für dich. Hat Luck eigentlich was damit zu tun, wie viel... Also ob da überhaupt ein Meteorit draus kommt aus dem? Nee, Luck ist, dass du eventuell doppelten Drop kriegst. Ja, aber genau, die Dinger hier haben ja auch nur eine 20%ige Chance oder so, dass da ein Meteorit spawnt. Okay. Also dieses Material, habe ich gedacht. Keine Ahnung, auch erhöht, ich glaube nicht, es kommt aus jedem, kommt auch mal was raus, oder? Nee. Nein, okay. Das ganz sicher nicht. Also nicht, wenn du das mit einem normalen Pickaxe machst. Und ich habe ja auch mit meinem Hammer gerade 3 abgebaut und es kamen nur 2 raus. Okay, also hier sind zum Beispiel keine Alien Creeper drin. Ich hätte jetzt echt noch gewartet, dass hier irgendwie ein Alien Creeper kommt. Ich boxe sie zu dir runter und du explodierst mit dem Teil. Oh. Wie böse. Ja, so aus Panik einfach, weißt du? Ja. So, dann im Nachhinein sagen so, ja, mein Gott, ich war so geschockt. Ich wusste nicht, was ich tue und jetzt genau, bin ich eigentlich darf ich mir eine Brücke? Was habt ihr denn hier denn? Was sind das für Bären? Raspberry das ist alles Bush. Oh, cool, Himbeeren. Bereich. Du musst eigentlich zurück. Man darf nicht länger als 5 Minuten draußen sein. Warum? Die radioaktive Verstrahlung ist hier so hoch. Wir haben vorher mal probiert, einen Reaktor zu bauen. Was? Ich mach nur Spaß. Geht ja leider nicht ohne Technik. Du verwirrst mich voll, Alter. Warte, ich fäll mir nochmal kurz eine Birke hier von euch, okay? Ah ne, dann bringt mir ja nichts, ich brauche ja nicht die Setzlinge. Das ist eigentlich das Reservat. Ah, okay, dann lass ich's. Nee, Spaß, nimm dir einfach, was du brauchst. Egal. Hast du jetzt das mit deinen Kühen eigentlich hingekriegt? Mit deinen Kühen? Ja. Nee, und ich kann's auch nicht mehr die Folge ausprobieren, weil ich schon wieder, du kritisierst dann wieder in den Kommentaren. Och Junge, du überziehst immer und so, sowas schreibst du dann und dann fühle ich mich schlecht. Wieso liegen hier eigentlich Eier? Wo habt ihr, ach, die kacken sie von da oben runter. Ach, da oben sind Hühner. Ja. Die habt ihr Mistviecher. Diese Eier sind eine Plage, wir wollten die eigentlich loswerden. Oh, jetzt hab ich du hast Hühnchen gekriegt. Hier. Das letzte Mal, als ich das probiert habe, hat es eben nichts gedroppt. Vielleicht war irgendwas falsch eingestellt, weil es ist jetzt korrekt. Dann könnte ich mir jetzt vielleicht auch mal irgendwann mal Leder holen. Wo sind denn eure Kühe? Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ja gut, dann überziehe ich eben wieder extra für dich. Ja, schon in Ordnung. Du hältst dich ja sowieso nicht. Nein, alles gut. So, ey. Ja gut, aber eigentlich hattest du schon recht. Ja, ich schlug dir die Tür vor der Nase zu. Ja, wir haben jetzt auch anscheinend eine Kuhherde gefunden. Okay. Die steht leider 700 Blöcke von uns zu Hause entfernt. Ja, so ist es bei unserer eigentlich auch. Also jetzt müssen wir noch 5 Minuten laufen, dann sind wir da. Echt? Nee. Okay. Wie du immer fragst und ich dir kompletten Scheiß erzähle. Ja schon, du verarschst mich schon so ein bisschen, ne? Yellow Autumn Leaves. So, hier ist die Herde. Aber jetzt müssten die eigentlich was droppen. Probier mal aus. Pass auf, dass du irgendwie rauskommst. Warum ich? Vielleicht liegt's auch einfach an mir. Okay, ich probier mal irgendwas zu töten. Hier, komm her. Die Kuh. Nee, die ist schwarz. Komm. Nicht mit dem Randeffekt. Die können sich gegenseitig anstecken. So, also ich habe jetzt gerade 4 Leder gekriegt sogar. Lol? Kannst du das bei uns in die Chest legen, weil ich mein Inventar ausfülle? Warte mal kurz, das cool. Ich probier's mal mit dem Lackhammer, mal gucken, was es davon gibt. Aber nicht mehr so viele, weil... Oh, da gibt's auch ganz viel. 17! Was zur Hölle? Hab ich Dings dabei? Nee. Warte, ich schreibe hier kurz auch noch. Ich schreibe einfach überall... Okay, ich habe jetzt 28 Leder. Hier, brauchst du? Wäre natürlich sehr cool. So, wie komme ich jetzt aus dem Gedöns hier wieder raus? Er musste sich schnell hochstecken. Oh, ich hätte beinahe mit einem Excavator hier was abgebaut. Das wäre dumm gewesen. Na, hättest du halt das Gehege ein bisschen expandiert. So, ich habe natürlich jetzt wieder wunderschöne Grabsteine aufgestellt und du merkst es einfach gar nicht. Da steht jetzt einfach alle drauf, tot allen Blauen. Warum? Ich habe dir gerade 28 Leder geschenkt. Von deinen Kühen. du kannst es nicht verstehen, also die... Erstmal kommen die aus Blau einfach zu uns, gell? Dann bauen die unsere Bäume ab. Dann bauen die unsere. Ich hab hier keinen Baum abgebaut. Für ihre komischen. Hey, guck mal, da drüben ist noch ein Meteorit eingeschlagen. Für ihre komischen Cindy-Großeltern. Und dann. Du verstehst es einfach nicht. Und dann töten die unsere Kühe und zerstören unsere Farmen und schlagen uns mit Brandschwertern. Ah, was? Alter, wie viele Meteoriten bei euch hier einfach eingeschlagen sind? Ja, wir haben sie nie abgebaut. Wie gesagt, wir hatten nach dem ersten schon so viel.
Nee, okay, jetzt mal im Ernst. Ich muss meine Folge wirklich beenden. Tu das, ich, wäre jetzt beinahe in den Tod gefallen. Dass mir jetzt wirklich irgendwann mal die Möglichkeit fehlt, das hochzuladen, wenn es noch viel länger wird. Oh, ich habe auch schon 25 Minuten. Was ist denn hier los? Oh Gott. Oh Gott. Skelett, noch die Gelegenheit, mich zu töten. Oh, okay, schade. Tut mir leid, ich bin schon weg. Nichts, dass ich es vor das Intro schneiden kann jetzt. Hä? Mann, ich mache einfach extra, weil du da bist jetzt hier 33 Minuten und du, oh, ich muss schnell weg. Ach so, ich dachte, du hast nur so mal so, ja, 25, 26 oder 33 Minuten, was auch nicht schon wieder. Komm, dann. Nee, 5 Minuten werden ja weggeschnitten. Gut, meine lieben Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr den Corona nicht ganz so beschissen findet wie ich, dann schaut auf jeden Fall mal auf dem Kanal vorbei. Nee, ist natürlich ein super Kerl. Schaut mal bei dem auf dem Kanal vorbei. Stadt Blau ist auch okay. Auch wenn die nicht ganz so cool sind wie wir. Und ja, gut. Und was natürlich wichtiger ist, gibt mir einen Daumen nach oben. Genau. Nur dem Adras RP. Auch bei mir steht er in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, liebe Leute. Haut rein und bis dann. Ciao. Ciao.